Harry sagt Hallo und guten Morgen. Heute am 13. März 2022. Es ist 7 Uhr und 42 Minuten. Wir haben 19 Grad. Ich sage Hallo zum morgendlichen Wettervideo hier am Strand von Maspalomas. Ja, und wir haben noch nichts versäumt. Sonnenaufgang, den gab es, aber nicht sichtbar. Jedenfalls mit dem Wolkenband. Und ich sehe gleich, oder ich zeige es euch gleich, sieht so aus, als ob es da hinten auch ein bisschen regnet. Ja, Sonnenaufgang um 7 Uhr und 14 Minuten, Sonnenuntergang um 19 Uhr 9. Und da werde ich wohl heute berichten können, denn ja, wir sind heute hier zum Essen, Casa Antonio, genau hier vorne. Und verabredet, und da werden wir die Möglichkeit haben, auch einen schönen Sonnenuntergang aufzunehmen. Den bringe ich euch dann einen Tag später ins Wohnzimmer. So, hier Casa Antonio, der noch nicht hier war, noch nicht hier gegessen hat, der sollte das einmal tun. Hier kann man in mehreren Lokalen gut essen, aber bei Casa Antonio, da vorne El Velero, da wo der Mann jetzt gleich hingeht in Grün, da ist das Lokal. So, und wir haben viele Wassersportler schon wieder heute Morgen da. Und ich muss euch sagen, es ist am schönsten am Morgen am Strand, jedenfalls für mich. Und deswegen keine Alternative. Früh am Morgen ist das ein anderes Gefühl, ein anderes Ambiente. Ja, was gibt es noch zu berichten? 16, 19 Grad, so war das. Tiefstwerte in der Nacht um 16, 19 Grad jetzt, Höchstwerte wieder um 20, 22, 24 Grad. Wenn wir jetzt schon 19 haben, dann wären wir sicher auf 24 Grad. Komm, ich schaue gerade da vorne. Da stehen die Polizisten, sehe ich. Ah, und ein Vogel ist auch wieder da. Ja, Unkraut vergeht nicht. Hier vorne. Aber das ist der Gesunde, der Nichtbehinderte. So, der hat jetzt auch genug von meiner Verfolgung. Und jetzt schauen wir mal in diese Richtung hier. Da ist noch so ein Vogel, das ist er, jawohl, da humpelt er rum. Ja, das ist doch zu schön, um nicht hier zu sein. Wieder ein Schauspiel mit den Wolken. Schaut euch das an, wie durch diese kleinen Wolkenlöcher, durch diese Fetzen die Sonne hier nach unten kommt. Und ich glaube, hier ist er, unser kleiner. Ja, komisch, die sind häufig einzeln, alleine unterwegs, aber dann auch in Gruppen. Nein, das ist auch der Nichtbehinderte. Ich muss den mal einen Namen geben. Schau hier, der Stand-up-Paddler.
Habe ich leider versäumt. Ja, ich kann mir denken, warum die Polizei hier ist. Wir hatten das Thema schon mal, und zwar das mit den Angeln. Das Angeln ist eigentlich, ich habe mich erkundigt, verboten überall da, wo öffentlich ausgezeichnete Strände sind. Da ist das Angeln verboten. Und er kriegt auch keine Strafe, er kriegt eigentlich hier nur eine Verwarnung. Und möge das bitte sein lassen. Und man hat mir damals auch erklärt, warum das so ist. Denn durch verloren gegangene Angelschnüre, Gewichte, Köder und den Haken kann es eine Verletzungsgefahr geben bei den badenden Menschen. Und das hat nichts mit Gran Canaria zu tun, das ist Spanien. Weit generell. So. So, seht euch an, was für schöne Wellen da wieder sind. So, ihr seid mit dabei, auch wenn die Temperaturen, ja, ich lese ja die Kommentare, recht herzlichen Dank für die vielen, vielen netten Kommentare, gerade in der letzten Zeit, für die Wünsche und Anregungen und Tipps. Das ist ganz, ganz lieb, toll und umwerfend, hätte ich nicht damit gerechnet. Danke fürs Teilen, fürs Weiterleiten. Die politischen Sachen, die lassen wir hier raus. Und das finde ich gut so, dass das auch so respektiert wird. Das ist vor allen Dingen alle Achtung. Es gibt so viele Kanäle, wo Politik gemacht wird und geredet wird und viele Sachen da geschrieben werden. So, jetzt hier mal der Blick zum Hotel Faro. Oben auf der Terrasse sitzen außen schon Leute. Es ist ja nicht kalt. Die frühstücken im Restaurant. Ja, und das Gefühl, jetzt hier am Strand zu sein, am Morgen das Wasser zu riechen, hier bei den Steinen, ist es anders wie vorne am Sandstrand, das ist was Feines. Ja, und hier ist der Sand wieder angeschwemmt worden. Ich riskiere es ganz einfach, ich habe nämlich keine Schuhe an.
So, in vorderster Front schön. Ja, ohne Kommentar. Und jetzt merke ich, dass das hier gar nicht so ungefährlich ist. So, und ich sehe jemanden, den interessiert das Geschehen hier auch. Der schaut sich das von oben an. So, und es kommen immer mehr Wassersportler hier mit dazu, mit ihren Brettern. Aber ich sehe, die haben viele auch die großen Bretter, die Stand-up-Paddel. Und die begrüßen sich schon von Weitem. So, für mich geht es jetzt hier wieder in die andere Richtung der Sonne entgegen. Ich würde, wenn ich es nicht besser wüsste, sagen, es könnte sogar gleich regnen. Schaut euch diese Wolke hier an. So, ist das nicht auch ein schönes Motiv hier, die Terrasse. Das ist schon eine Lage, wenn man hier beim Frühstücken sitzt und ja, dann den Blick hier rüber hat. Aber wenn ich jetzt wieder ganz ehrlich bin, bin ich doch lieber hier unten. Hier die Deko vom Lokal. Ja, ihr habt jetzt hier wieder das ausführliche Morgenwetter am Strand von Maspalomas. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen in die Richtung. So, und hier ist es genauso ruhig wie vorne am Leuchtturm. Hier sind weniger Wellen, ganz klar. Deswegen haben wir auch hier keine Wassersportler. Wir haben immer noch die dicke Wolke und es ist so, als könnte es tatsächlich auch mal ein paar Tropfen regnen. Aber sehr entspannend, beruhigend hier zu laufen. Ich laufe ja jetzt auch schön langsam. Und deswegen eine Wohltat. Ja, und das mit dem Hochladen des Videos, da kann man natürlich nicht bis zum Abend warten. Das ist wie wenn man die Bildzeitung am Abend liest. Das geht auch nicht. Und deswegen
ist es kein Aufwand. Bin auch im Überlegen, wenn ich heute ja eh schon, schaut euch die Wellen hier an, ist das nicht schön? Heute Abend noch mal unterwegs bin und es sollte ein schöner Sonnenuntergang werden, dass ich vielleicht 2-3 Live-Minuten mache. Ich habe die Sachen ja eh dabei. Ja, schaut euch hier in den Bergen an, Monte Leon, beziehungsweise hier, was man davon sieht, nämlich gar nichts. Und stellt euch vor, da jetzt vielleicht regnet es und hat 14, 15 Grad und hier jetzt 20 Grad, also ist schon ein Unterschied, wo man sich aufhält. So, jetzt geht's dann, ja, ihr seht, in die andere Richtung und dann wieder zurück. So, und jetzt bin ich wieder hier zurück. Es ist genauso windstill wie vorher auch. 8 Uhr und 52 Minuten, 20 Grad. Ja, und hier einige Wassersportler, die auf diese Welle warten. Schön anzusehen. Vielleicht haben wir ja gerade Glück und so noch mal kurz hier. So, ich glaube, hier tut sich was. So, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann und sage ja bis später zur Realität, wenn es sein soll oder wenn es ja dazwischen irgendwas geben sollte, dann sage ich spätestens bis morgen zum aktuellen Wettervideo. Hasta luego.